Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Ich habe schon mehrere Videos zum Thema Blackout gemacht. Ist überhaupt möglich? Kann das passieren? Warum wird in Zukunft wahrscheinlicher sein? Schon kennt ihr euch anschauen, ich gebe euch die Links da unten. Und heute kommen wir zum Thema, das darüber hinausgeht. Was ist, wenn der Blackout passiert ist? Wie kann man Strom wieder einschalten? Ich habe dazu einen Zuschauerkommentar vor ein paar Tagen bekommen, der gesagt hat, ja mei, dann reparieren wir das halt. Nach zwei Tagen ist das repariert und dann drückt man aufs Knöpfle und dann läuft es wieder. Aber ist es so einfach? Leider nein. Und ich versuche euch heute, es ist sehr schwierig, aber ich versuche euch heute das zu erklären, warum das so ist. Wir beginnen mal damit, dass es in Deutschland 1,6 Millionen Kraftwerke gibt und nur 120 davon haben eine sogenannte Schwarzstartfähigkeit. Das heißt, die können ohne fremden Strom wieder starten. In Österreich sind es nur 2 und in der Schweiz sind es 7, mal so zur Impfung. Und warum das so ist und warum selbst wenn diese jetzt wieder laufen würden, es trotzdem länger dauert, unser Stromnetz wieder aufzubauen. Wenn dich das interessiert, bleib einfach dran. Die 20, 25 Euro. Damit ihr das Ganze versteht, muss ich euch vorher ein paar Sachen einfach erklären. Sonst versteht ihr die Zusammenhänge nicht. Also erstens, wir haben ein Netz in Europa. Wir haben zwar viele kleine Teilnetze, aber die sind alle zusammengeschalten. Das hat einfach den Vorteil, ihr könnt euch das so ein bisschen wie ein Tanker auf dem Meer vorstellen, wenn ich heute so einen riesen Tank habe und es kommt eine 5 Meter Welle, dann sagt der Tanker, juckt mich nicht. Bin ich aber in einer kleinen Nussschale drin und es kommt eine 5 Meter Welle auf mich zu, könnt ihr mich umhauen. Und das ist eigentlich der Sinn, diese Trägheit vom Netz macht man sich hier, kommt dem Netz quasi zugute, dass es stabiler ist. Deswegen, das europäische Netz geht also von der Türkei bis da nach Marokko, bis oben nach Island, das hängt alles zusammen. Eben zur Stabilisierung des Ganzen. Problem dabei ist, wenn man Tanker mal steht, braucht man Stunden, um den wieder in Fahrt zu bringen. Und genauso ist es beim Stromnetz auch. Das zweite ist die Netzfrequenz. Wir haben also in jedem Generator ein kleines Männchen sitzen, der hat also Batterie in der Hand, die heißt oben Plus und Minus und der dreht die 50 Mal in der Minute um und erzeugt einmal oben Plusstrom und einmal unten Plusstrom. Das macht man, damit man die Leitungen, damit man den Strom besser leiten lassen kann. Und das ist ein wichtiger Punkt, also der macht eine sogenannte Sinuskurve, ihr kennt dich noch aus dem Physikunterricht, würde ich mal sagen. Und da kommen wir auch schon zum nächsten. Diese Netzfrequenz ist eigentlich das Wichtigste. Also die hat 50 Mal in der Sekunde wird hier gewechselt. Man kann sich das wie einen Tempomaten am Auto vorstellen. Der fährt immer 50 km/h, wenn es gerade dahin geht. Wenn es aber jetzt plötzlich am Berg hochgeht und ich muss da hochfahren, wird das Auto ja logischerweise langsamer werden. Was macht er? Er tritt aufs Gas, er gibt mehr Power und damit fahre ich wieder 50 km/h hoch. Irgendwann bin ich oben angekommen und komme wieder runter. Was wird passieren? Das Auto wird automatisch schneller. Was macht er? Er nimmt die Leistung weg, damit er bei 50 km/h bleibt. Unser Netz fühlt sich wohl zwischen 49,8 km/h und 50,2 km/h. Dass man sich das mal in Relation vorstellen kann. Und ihr könnt euch vorstellen, wie schwierig es ist, mit einem Auto dieses zu halten. Und mit Energienetz ist es nichts anderes. Der einzige Unterschied ist der, würde das Auto jetzt unter 47,5 km/h fahren. Also davor gibt es viele Sicherungseinrichtungen, da würden dann Netze zugeschaltet werden, da würden Verbraucher abgekoppelt werden und. Aber sobald es unter 47,5 km/h fährt, schaltet es aus. Ganz einfach. Das gleiche im Übrigen über 52 km/h, wenn es also der Berg zu schnell runterfährt, schaltet es sich einfach ab. Das ist ein unzulässiger Betriebszustand. Ganz einfach. Gut, das habe ich übrigens in einem anderen Video mal erklärt, das gebe ich euch um den Link. Dann muss diese Netzfrequenz ja synchronisiert sein. Wir haben ja unseren Sinus. Und jetzt stellt euch mal vor, ich habe einen Sinus, der ist im einen Moment ganz oben und ich habe einen anderen Sinus, der ist im gleichen Moment ganz unten. Da habe ich oben Plus und da habe ich unten Plus. Was macht das in der Mitte? Es hebt sich auf. Das heißt, dann hätte man plötzlich, ich habe zwei Generatoren angeschlossen, und habe plötzlich gar keinen Strom, weil sich die gegenseitig neutralisieren. Also muss das synchronisiert werden. Das fünfte Punkt ist, Stromanlagen, Stromkraftwerke brauchen Strom, um Strom zu erzeugen. Das ist immer, was viele nicht wissen. Zum Beispiel,
Gerade bei Atomkraftwerken oder Braunkohlekraftwerken sind ja thermische Kraftwerke. Und da müsst ihr euch vorstellen, da ist so eine Welle und da ist der Generator drum und der wird mit Dampf angetrieben. Das heißt, da ist natürlich eine riesen Hitze durch den Dampf drin, durch die Drehung kommt noch was dazu. Diese Welle ist ziemlich heiß. Wenn der jetzt aber einen Tag nicht gefahren ist, dann kühlt diese Welle natürlich aus. Und wenn ich jetzt den Dampf durchschütten würde, das Metall hat sich zusammengezogen, dann könnte ich vielleicht leicht schief drin sein. Und dann könnte die im schlimmsten Fall kaputt gehen. Einen neuen Generator zu bauen, da brauchst du 12 bis 24 Monate, bis der wiederkommt. Wäre also nicht sehr sinnvoll. Das heißt, ich muss zuerst mal da richtig aufheizen, bis der die richtige Temperatur hat und dann kann ich erst starten. Ich muss dazu, es müssen natürlich auch die ganzen anderen Sachen geklärt sein, wie Telefon, Kommunikation und. Also das braucht Strom und genau, das ist also ein wichtiger Punkt. Dann habe ich in den Kommentar gehört, ja, wir haben doch so viele Photovoltaikanlagen, die erzeugen Strom. Ja, nur der nutzt uns nichts. Es sitzt nämlich neben nach der Photovoltaik, die erzeugt nämlich gleich Strom und da sitzt wieder das Männchen im Wechselrichter und der macht diesen hier und zwar genau mit dem gleichen Sinus wie das Netz. Jetzt kommt aber kein Sinus, sondern es kommt dieser hier, also macht er diesen hier. Er erzeugt nichts, Wind im Übrigen das gleiche. Das heißt, die können uns in dem Moment leider nicht helfen. So, wer kann denn jetzt dann eigentlich einen Schwarzstart? Was müssen diese Kraftwerke können? Zum einen, die müssen schnell gestartet werden können. Wenn ich, so wie ein Ölkraftwerk in Österreich, 24 Stunden Vorlaufzeit brauche, damit das Ding läuft, ist es nicht so geeignet für einen Schwarzstart. Es soll ja möglichst schnell alles gehen. Und das Wichtigste eigentlich von diesen Schwarzstartkraftwerken ist das, dass die anderen Kraftwerke eben versorgen, damit immer mehr Kraftwerke sich langsam wieder hochfahren können. Das ist eigentlich der Hauptjob. Nicht uns Verbraucher, Strom zu bringen, sondern hauptsächlich die anderen Kraftwerke, damit die langsam wieder starten und dann kann man langsam anfangen, wieder Strom an die Bevölkerung auszuschicken. Er muss unabhängig eben von anderen Stromquellen sein, er muss sie komplett von sich selber quasi erzeugen können. Das passiert meistens mit Wasserkraftwerken, das zum Beispiel in der Schweiz gesehen. Die haben diesen 70 Jahre alten Generator. Den haben die für die Schwarzstartfähigkeit, weil der geht nur ohne Strom. Da lasse ich einfach reinlaufen und der erzeugt genug Strom, um die Anlage betreiben zu können. Ein schwarzstartfähiges Kraftwerk muss zudem einen sehr hohen Anlaufstrom aushalten, weil wenn euer Kühlschrank 24 Stunden nicht mehr gelaufen ist, und so geht es mit allen Kühlungen, mit vielen, vielen anderen elektrischen Geräten, dann zirkt ihr am Anfang einen sehr hohen Strom, um sich wieder runter zu kühlen. Und das heißt, ich brauche beim Start auf einmal viel, viel mehr Power als im normalen Betrieb. Es weiß aber keiner, wie viel wir brauchen. Und, es ist ja bekannt, es muss immer so viel Strom produziert werden, wie verbraucht wird. Da erzähle ich euch später dann nur Geschichten zu dem Thema. Also wie gesagt, die müssen sehr hohen Anlaufstrom eben aushalten können und er sollte flexible Startverhalten eben aufweisen können, dass man eben schneller runter hochfahren kann. Beispiel für in Deutschland verwendete Schwarz startfähige Kraftwerke, wie auch in Österreich, sind in der Regel Wasserkraftwerke, sind Druckluftspeicherkraftwerke oder Wasserspeicherkraftwerke, die also das Wasser zuerst mit dem Generator hochpumpen und wenn sie es brauchen, dann einfach wieder runterlaufen lassen in den Generator rein. Oder kombinierte Anlagen wie in Zolling. Wie gesagt, in Deutschland 120, in der Schweiz 7, in Österreich 2. So, aber wie funktioniert das jetzt? Wir wissen jetzt, okay, wir haben hier Kraftwerke, die es können. Und wie funktioniert das? Also erst bauen wir um die Kraftwerke kleine Strominseln auf. Wenn das möglich ist, dann leitet man den Strom natürlich direkt an das nächste Kraftwerk, um dies zu starten. Aber da muss natürlich der Strom dorthin geleitet werden. Das kann auch passieren, wenn der Strom ausgefallen ist länger, dass die Leitungen das nicht mehr schaffen, dass ich das manuell machen muss. Das heißt, ich brauche hier sehr viel Manpower, da geht es schon mal los. So, dann machen wir hier so kleine Inseln. Und dann geben die quasi die anderen Starthilfe, wie beim Auto. Ihr kennt es, im Auto ist ein Stromerzeuger mit drin, der läuft aber nur, wenn das Ding gestartet ist. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip, das heißt, ich nehme eine andere Batterie und tue das Ding fremdstarten. Und genauso macht man es hier quasi auch vereinfacht gesagt. Und dann geht es halt los, ich weiß ja nicht, welcher Verbrauch ich dran. Ich habe es euch ja gerade gesagt, es weiß keiner, es gibt mittlerweile Simulationen zu dem Thema, weil halt einfach Kühlaggregate und viele andere halt viel mehr Strom beim Anlaufen brauchen als im normalen Betrieb. Wir müssen auch die Kraftwerkseinstellungen ändern. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Das Kraftwerk ist dafür ausgelegt, es gibt eine Summe X an Strom ab und jetzt fängt man ja klein an. Das heißt, es muss umprogrammiert werden, um eben zu kleinen Strom abzugeben. Auch das dauert einfach eine gewisse Zeit. Die Kommunikationsfähigkeit zwischen den Anlagen muss wiederhergestellt werden.
Dafür haben wir normal die oberste Leitung, aber auch die kann beim längeren Stromausfall entfallen. Die Schweizer Armee übt zum Beispiel mit den Schweizer Stromerzeugern das regelmäßig, dass die so Leitungen aus Feldkabeln aufbauen. In Deutschland habe ich das noch nicht gesehen. So, wenn ich jetzt diese Inseln habe, dann muss ich diese Inseln zusammenschalten. Das heißt, die müssen sich synchronisieren, weil es muss ja wieder eine Sinuswelle geben. Und das ist gar nicht so leicht. 2003 haben wir das an der Ostküste versucht. Da ist quasi ein Teilstück ausgefallen gewesen und dann wollten wir das wieder hochfahren. Und zur Sicherung haben wir eben das Nachbarteilstück hergenommen, dass, falls der Strom nicht reicht, dass die aushelfen können. Nur leider haben wir den Stromverbrauch viel zu niedrig angesetzt. Hat also die Kraftwerke hochgefahren und wollte dann starten, und in dem Moment ist aber viel mehr Strom verbraucht worden, als erzeugt wurde. Das heißt, es wurde aus dem Nachbarkreis nur Strom mit dazugenommen, und was ist passiert? Der ist ausgefallen. Der hat natürlich den nächsten, an dem er dem wieder gesichert war, das gleiche Spielchen, und so ist plötzlich durch einen Kaskadeneffekt die halbe Ostküste ohne Strom gewesen. Und das ist die große Gefahr. Das heißt, ich habe dann schon wieder mein Teilnetz aufgebaut, dann kann es mir wieder zusammenbrechen. Genau, wir hatten in Deutschland das gleiche. Ein Kreuzfahrtschiff hat 2006 halb Europa lang gelegt, also 15 Millionen Leute waren ohne Strom. Klingt immer sehr witzig, die Geschichte dazu habe ich euch schon mal erzählt in einem anderen Video. Und hier war es dann so, dass quasi das europäische Stromnetz in drei Teile zerfallen ist innerhalb 12 Sekunden, also es geht relativ zackig. In die Teilnetze haben wir teilweise die oberste bzw. die unterste Schmerzgrenze schon erreicht gehabt, die waren also beide ganz kurz vom Blackout. Und dann hat man eben versucht, diese Netze wieder zu synchronisieren, dass die quasi wieder die gleiche Geschwindigkeit haben, die gleiche Netzfrequenz, und dafür hat man 9 Anläufe gebraucht und 3 Stunden. Und da waren aber die Netze haben alle gelaufen, es ist alles gegangen, und trotzdem hat man nur so lange gebraucht. Das heißt, man kann sich vorstellen, was passiert, wenn die Netze erstmal anlaufen müssen, dass das einfach eine gewisse Zeit lang dauert. Das nächste lese ich euch einfach vor. Bis zur Bestätigung des Netzbetreibers stagniert das Pumpspeicherkraftwerk in einer Haltephase, also sogenannter Inselbetrieb. Dann erst synchronisiert sich die Anlage mit dem Stromnetz und die Einspeisung kann beginnen. Dabei wird nicht voll eingespeist, sondern der Stromverbraucher werden sukzessive zugeschaltet und die Netzfrequenz muss währenddessen stabil gehalten werden. Zusätzlich bezieht der Netzbetreiber Wirk- und Blindlast aus benachbartem Stromnetz zur Netzstabilisierung, sollten diese vorhanden sein. Die wichtigsten Aufgaben der schwarzstartfähigen Anlagen besteht jedoch darin, die thermischen Kraftwerke mit dem nötigen Startstrom zu versorgen, um den Netzbetrieb wieder aufnehmen zu können. Die Netzbetreiber koordiniert also das Zusammenspiel aus Stromproduktion, Stromverbrauch und Strombezug, um das Stromnetz Stück für Stück für Stück für Stück wieder aufzubauen. Das ist also die Aussage eines Netzbetreibers. Wie ihr sehen könnt, ist es ein Rieseneck, die viel Manpower erfordert, Glück erfordert, dass die Zahlen richtig getroffen werden, dass das alles stimmt. Man simuliert das auch seit mehreren Jahren eben mit dem Anlaufstrom etc. Und wenn die intelligenten Stromzähler da sind, dann werden immer mal wieder Teilbereiche für einige Minuten abgeschaltet, lassen, werden dann wieder hochgefahren, damit man ungefähr den Startstrom errechnen kann. Wir haben im Übrigen Kraftwerke, die nur als Reserve da sind. Nur für diese Fälle gedacht sind, zum Beispiel in Trebbin-Thyrov, die dann quasi andere Stromwerke mit Strom versorgen, damit diese wieder Strom erzeugen können. Und dafür geben wir im Jahr 220 Millionen Euro aus. Wenn also mir jetzt jemand erzählt, ein Blackout ist nicht möglich, dann frage ich mich, warum die Netzbetreiber, die sie am besten wissen müssen, in Deutschland 220 Millionen Euro pro Jahr aus ihrem eigenen Vermögen oder beziehungsweise aus unserer Stromrechnung ausgeben für etwas, was nicht sein kann. Einfach mal drüber nachdenken. Ach ja, und eine Frage wird mir mal gestellt, wer kriegt denn als erstes Strom? Das weiß keiner so genau, weil die Pläne gibt es ja in dem Sinn nicht. In der Regel wird es aber eher die Landbevölkerung sein, weil normal haben Kraftwerke eher auf dem Land. Auf dem Land brauche ich aber weniger, habe ich ja weniger Verbraucher, weil weniger Menschen da sind. In der Stadt habe ich mehr Verbraucher und weniger Kraftwerke. Das heißt, vermutlich wird erst am Land die Netze aufgebaut, und wenn die stabil sind, dann geht es in die Stadt, obwohl es die Städter ja unnötiger hätten wie mehr auf dem Land. Und darum sage ich euch, informiert euch, sagt es bitte vor. Es gibt diese Broschüre des Bundesamts, des BBK, des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Da habe ich euch ein Video dazu gemacht, gebe euch oben oder unten den Link. Oder auch die Blackout-Box, wer es ganz einfach haben will und sich nicht dafür Gedanken machen möchte. Schaut euch das bitte an, sorgt es vor, ihr tät uns Hilfskräften und auch euch selber einen riesen Gefallen, sollte es doch mal passieren. Und wenn es nicht passiert, dann ist ja halt die Sachen so zusammen, dann ist auch nichts verloren.
So. Ich hoffe, ihr wisst jetzt ungefähr, wie das Thema, warum das so kompliziert ist. Wenn du Fragen hast, haut es mir unten in die Kommentare rein. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich auch über ein Like freuen, wenn es euch gefallen hat. Beziehungsweise wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, bitte das tun. Es würde mich noch mehr freuen. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Pfiat euch, euer Spiergei von Outdoor Chiemgau.